Ja, genau. Unglaublich, was man alles mit einem Skateboard anstellen kann, das doppelt so alt ist wie man selbst. Kein Problem, ich hab schon. Glubbucks nicht! Aha. Glubbucks? Das hättet ihr nicht sehen dürfen. Wow. Arazul, ist es möglich, dass du ein Holding-Problem hast? Definiere Problem. Okay, fair. Was lässt du denn den Kopf so hängen? Das ist der absolute Hammer! Eine Schatzkammer! Wie tief geht's da rein? Was hast du alles drin? Können wir's rausfinden? Wir sollten wirklich deinen Schrank ausmisten. Wer weiß, was sich da drin alles angesammelt hat? Wanzen? Goldmünzen? Motten? Säbel? Nein! Piratenskelette! Toxischer Sondermüll! Wahrscheinlich ist gar nichts mehr zu gebrauchen. Okay, 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 es reicht ihr zwei. Ich hab's ja kapiert. Der Kram muss raus. Habt ihr eine Taschenlampe? Okay, hier ist der Plan. Laut meiner Messungen und Berechnungen ist am Boden des Zeugbatzens eine kleine Grotte, zu der wir uns vorkämpfen können. Damit haben wir Zugang auf die mathematische Schwachstelle in Form dieses Hamsterkäfigs. Ziehen wir diesen Stöpsel, fängt das ganze Gerümpel an zu kollabieren. In die Grube, die wir dann zubetonieren. Noch Fragen? Ach, nein! Yippie! Okay, seht ihr das Ding? Ha! Gefunden! Oh je! Zurück, zurück, zurück! Hattest du deine Bombe in deinem Schrank? Eigentlich nur Feuerwerkskörper. Das solltest du lieber einem Profi dekontaminieren lassen. Hast du bis dahin irgendwas, wo du bleiben kannst? Ja, ich? Na klar, easy. Krieg ich schon hin. Kein Ding. Denke ich zumindest. Aerosol-Plüschboxen. Sammel sie alle und baue dir einen großen Plüschturm für zu Hause unter shop.aerosol.de.